Mein Name ist Rudi Lataschinski. Ich stamme ursprünglich aus Hasmersheim, wohne seit ungefähr 30 Jahren hier in Lörbach. Ich wollte mich immer möglichst schnell selbstständig machen. Da hat sich dann das Antiquitätengeschäft angeboten. Da bin ich so reingeschlittert über Bekannte. Zwischendurch ist mir mal das Ballonfahren in die Quere gekommen. Das war ja auch so eine Traumerfüllung, dieser Job, den ich dann später dann auch gelernt habe, eben als Ballonpilot die Ausbildung gemacht habe. Das ist jetzt schon über 25 Jahre her. Als ich mit der Ballonfahrt angefangen hatte, gab es sehr wenige Ballone in Deutschland. Es gab vielleicht 100. Heute gibt es ja über 1000 Ballone in Deutschland. So eine Fortbewegung in der Luft ist natürlich eben auch etwas im Prinzip Gefährliches. Man kann ja runterfallen. Deshalb muss man peinlichst genau darauf achten, dass alles natürlich technisch in Ordnung ist, dass das Wetter auch entsprechend günstig ist für eine Ballonfahrt. Das muss man sich eben immer vor Augen halten, dass ich da eben auch eine sehr große Verantwortung habe den Leuten gegenüber. Ich bin ja dann sozusagen Herr über Leben und Tod und natürlich auch im eigenen Interesse interessiert, dass alles gut abläuft. Angst vor der Höhe ist ja etwas ganz Natürliches, das hat ja jeder Mensch. Und ich hatte natürlich auch große Bedenken vor meiner ersten Fahrt, da einzusteigen, habe aber immer mal den Ballon wieder beobachtet, wie der so langsam dahin schwebt, und den anderen Leuten, denen ging es da auch ganz gut anscheinend drin. Und mit allen, die ich dann redete, die waren immer hell begeistert, bis ich mich dann halt eben überwand, auch mal da einzusteigen. Und nachdem ich einen Meter in der Luft war, war das ganze Angstgefühl oder alle Bedenken waren vollkommen weg. Man fühlt sich da sofort wie zu Hause. Sobald man etwas in der Luft ist, ist es vorbei. Wie sieht es aus am Boden mit dem Wind? Kommt immer noch aus West. Ja, die ist schwach. 3, 4 Knoten schon. Nach so einer Ballonfahrt bekommt jeder Teilnehmer, wenn er das erste Mal dabei ist, also jeder Passagier, eine sogenannte Taufurkunde. Da wird er also getauft
und in den Adelsstand der Ballonfahrer aufgenommen. Den adligen Namen, der da drauf steht, muss man sich auch gut merken, weil unter Ballonfahrern ist es üblich zu fragen, wie heißt du denn? Und wenn man es nicht weiß, wie der adlige Titel lautet, kostet es auch eine Runde. Wenn mal ein Ballon irgendwo landet, kennst du dich ja jetzt schon aus, ist auch eine Pflicht, dem dann behilflich zu sein. Weißt du, wie das jetzt vor sich geht? Man kann den mal festhalten auf dem Weg oder zwischen den Äckern oder so, oder mal rausziehen aus der Wiese und so weiter. Also das waren die Pflichten. So, und jetzt kommen wir zu der Taufe. Um dich eben in den Adelsstand der Ballonfahrer aufzunehmen, wirst du getauft mit Feuer, weil uns das in die Lüfte bringt, und mit Sekt, weil wir den gern trinken nach so einer Fahrt. Und da bekommst du ein bisschen Haare angebrannt und mit Sekt mal löschen. Und das ist dann die sogenannte Ballonfahrertaufe. Okay, also, Moment. So. Und löschen, jawohl. Und wir ernennen dich hiermit zum Prinz Fabian von Mosbach hoch in den Lüften. Das Ballonfahren gibt einem natürlich das Gefühl der Freiheit. Du entschwebst im Alltag. Also nicht nur ich, sondern auch meine Passagiere, die empfinden das genauso. Da kann man alles andere vergessen dabei, und die Welt bleibt eben unten.